Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Meat Boy. Im Dark World vom Hospital sind wir jetzt in der Welt Blown. Hier soll es ein Pflaster geben, da werden wir gleich mal nach Ausschau halten. Ich sehe das Pflaster. Und mir gefällt nicht, wie man da rankommt. Okay, das war jetzt doch nicht so schwer, wie ich dachte. Nein, das war fies! Der hat mich hier plötzlich weggeblasen. Deswegen also Blown. Blown away, ja. Oh, meine Güte. Wieso bin ich jetzt in den Ventilator geraten? Wieso? Oh, langsam gefällt mir die Dark World von Musik vom Hospital. So langsam erkenne ich es wieder. Ich krieg's nicht hin. Ich will dieses Pflaster einsammeln. So. So, gut. Hä? So bin ich jetzt hier gestürzt. Ich hätte nicht stürzen dürfen. Wie boy, halt dich hier fest. Du sollst hier einen Wandsprung machen. Jetzt grad nicht hin. Nein, du sollst stürzen. So. Hier rüber. Hier rüber. Hier. Und hier am Ventilator zu platzen. Jawohl. Pflaster ist eingesackt. Gut. Gut. Hier lang. Nicht zerplatzen. Oh, ich mag den Ventilator nicht. Den bin ich nicht gut zurechtgekommen. Blöde Ventilatoren. So. Nein, du sollst mich nicht in die Spritzen. Das hätte auch nicht passieren sollen. Wie viel Uhr haben wir? Also, jetzt mal gucken, ob ich die Stoppuhr anhab. Wie man ins Pflaster kommt, ist eigentlich relativ klar. Hier. Einsammeln. Das ist eigentlich ziemlich leicht. Problem ist wirklich durch die Ventilatoren nach oben zu kommen. Hoch? Ich habe gesagt hoch. Also irgendwie, ich habe das nie drauf. Muss ich da Anlauf nehmen oder was? Ich habe nie kapiert, wie die Dinger funktionieren. Entweder funktionieren sie. Wow, ich bin am Leben. Da waren keine Spritzen. Du hättest jetzt springen sollen. Ach, ich benutze mal wieder den Analogstick. Ich muss mir das jetzt abgewöhnen. Analogstick zu benutzen. Ich muss das D-Pad benutzen. Und trotzdem versagen. Ja, das Problem beim Controller. Ach, jetzt spring. Okay. So. So klappt das nicht. So. Okay. Nochmal Richtung Pflaster. Wir wollen das Pflaster. Wir wollen jetzt nicht hier runterblasen lassen. Sagt, das heißt Blown, aber das wollen wir ja nicht so wörtlich nehmen. Du schaffst das. Also so nicht. Sag mal, ist da oben eine Warte? So, nee, da ist ein Vogel. Nee, so kriegen wir das nie hin. Ne, wie mache ich das denn? Wie mache ich das denn, dass du das hinbekommst und hoch genug gehst? Nee, so kriegen wir dich nicht hoch genug, wäre in den Ventilator zu platzen. Ja, so platzen wir im Ventilator. Das geht so nicht. Gut, dass das Pflaster hier so leicht einzusammeln ist. Du sollst mich nicht wegblasen. Ach so, vielleicht. Nee, wir sind aber da doch schon mal hochgekommen. Und. Der klappt nicht. Aha. Wir sind jetzt hoch genug. So, noch höher. Und hoch. Nein, das ist nicht hoch genug. Das ist wie bei den Antigravitationsdingern, oder? Ich muss einen genau richtigen Winkel über denen sein. Dass sie mich hoch genug blasen. So, das klappt nie im Leben. Achso, ich muss den anderen ausnutzen. Ja. Nein, das ist jetzt nicht darunter. Das ist nicht darunter fallen sollen. Das Pflaster nehmen wir auf jeden Fall mit. So langsam habe ich, glaube ich, kapiert hier. Diesen Ventilatoren. Ja, reichlich spät, ich weiß. Reichlich spät. Was ich vorhin mal auf Zufälle verlassen. So. Du bist nicht hoch genug. Ui, du musst jede Menge Luft gewinnen. Nee. Irgendwie klappt das trotzdem nicht so, wie ich will. Wie habe ich denn ebenso viel? So, nee, das stimmt überhaupt nicht. Das habe ich immer noch nicht kapiert.
Und zack. Nee, das ist jetzt nicht. Ich hasse Ventilatoren. Die sind ganz schlimm. Wenn ich wenigstens kapieren würde, wie sie funktionieren, aber ich verstehe es nicht. So. Nee, das wird wieder nicht klappen. Nein. Ich mache hier wieder zu wenig Höhe. Wie habe ich es denn eben gemacht, dass ich hier die richtige Höhe hatte? Ja. Wie genau war ich über diesen Ventilator? Wir sind einfach zu kurz. So klappt das nicht. Eben hat es geklappt. Wie habe ich das denn gemacht? Nein, wir sind nicht hoch genug. Na? Können hier nicht fallen. Ah ja, endlich geklappt. Sogar mit Pflaster. Puh. Ja, viele Meatboys, die versuchen, ein Pflaster zu bekommen und dabei allerdings nicht sterben meistens, sondern bei dem Versuch, nach oben zu kommen. So, das Pflaster waren 2,4. In der nächsten Welt müsste es eine Warpzone geben. In 2,5. Ja, wollen wir uns anschauen, wie sie nach oben gehen? Ach ja, wenn wir schon dabei sind. Trotzdem, hier sind die Ventilatoren immer noch nicht so klar. Das schien jetzt wieder der reinste Zufall zu sein. Ja, ich weiß, dass ich mir dafür Zeit gelassen habe. Viel Zeit gelassen. Ja, und da hat es plötzlich hingehauen. Das war alles auf einmal. Okay, hier nicht. Da habe ich mich dann gefragt, was los ist. Und dann plötzlich... plötzlich geht's los. Das schafft man doch nie. Und dann, hä? Ach so, ich glaube, je tiefer man ist, desto höher pustet der ein. So, nächster Level. Oh nein, nicht das. Ich erinnere mich. So. Nee, den Sprung schaffen wir nicht. Über den Dings, aber an der Säge vorbei kommen wir doch erst recht nicht. Wie soll das mit... ach, da sind ja Plattformen erschienen. Die waren nicht da beim ersten Mal. So. So. Die Abzone kann ich bis jetzt keine sehen. Na. Ich glaube, ich soll in diesen. Vielleicht soll ich in diesen Ventilator. Ich glaube irgendwie schon. Es ist mal wieder rasiert. So. Nö. Das mit dem Ventilator hat nicht wirklich was gebracht. Meine Güte. Wieso bin ich denn jetzt an denen vorbei? So, jetzt. Vorsichtig. Nein, der hätte mich jetzt nicht wegblasen sollen. Die sind hart hier gerade. Also hier komme ich nämlich garantiert nicht lang. Das klappt so nicht. Es muss irgendeinen anderen Weg geben. So, natürlich. So, wir lassen uns mal hier rübertragen. Und müssen genau an diesem winzigen kleinen Stückchen landen. Oh, verdammt nochmal. Das ist mal übel. Die Warpzone habe ich noch nicht entdeckt. So. Hier hoch. Tragen lassen. Oh, ich bin in die Warpzone geraten. Das hat mich jetzt erschreckt. Es ist wieder eine Retro-Warpzone natürlich. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ja, die Musik gefällt mir schon. Was zum? Aha. Jetzt rüber. Okay. Gut, die hätten wir. Sowas kenne ich. Okay. Und zack. Da gibt es sogar ein Pflaster. Müssen wir jetzt dasselbe hier nochmal machen? Okay, so ähnlich. Gut. Springen. Zack. Und hier wieder rein. Schießt nochmal. Das war nicht so schwer. Habe ich mal ein Leben verbraucht. Okay, das ist jetzt fies. Verdammt! So. Achso, wir können hier nach außen springen. Ach, wenn ich das vorher gewusst hätte. Dann ist das ja nicht so schwer. So, hier haben wir sogar einen sicheren Hafen. Können wir kurz warten.
So. Nein, ich bin reingesprungen. Shit. Hm, das würde ich sagen, ich schon 1977. Ich schon gerne nochmal probieren, denn das war jetzt nicht so schwer gewesen. Wieso habe ich jetzt beim letzten Mal so dumm versagt? Hier wissen wir ja, was wir zu tun haben. Das ist mal, so fühlt mir gerade überhaupt nicht schwer mit dem Spielen. Finde ich gerade sogar akkurater als normalen Beatball. Was ist los? Also wie du so scheiße zu steuern? Vielleicht soll ich die nächsten Level einfach mal mit Recht vom Meatboy probieren, sagte sie. Und ist eindrucksvoll in den Fallen gelandet. Ha, gut. Hier, freimachen. Rüber. So. Hier wieder. Fallen freimachen. So klappt das nicht. Hier zwischenlanden. Hier zwischenlanden. Oh, das Pflaster wollte ich jetzt gar nicht mitnehmen. Na ja, jetzt hab ich's. Okay, hier war klar. Wir warten ab. Sprung. Runter. Okay, jetzt müssen wir das Timing abwarten. Hier wieder runter. Und jetzt. Verdammt! Das war zu früh. Das war viel zu früh. Das war zu früh. So ein Scheiße aber auch. Okay, ich hätte hier nochmal springen sollen. Das war jetzt dumm. Das war total dämlich für mich gewesen. Dass ich hier nicht gesprungen bin. So. Hier machen wir es wieder so. Also das war jetzt dämlich. Können doch mal. Diese Barbzone kriegen wir jetzt hin. Weil ich weiß, dass ich dich hinkriegen kann. So. Die erste Hürde wäre genommen. Zweite Hürde vorbereitet. So, ab zur letzten Hürde. Schön drauf achten, wo wir hin müssen. Das war ein bisschen zu weit. Mein Gott, beim ersten Mal hat es so schön geklappt. Jetzt versage ich hier. Jetzt versage ich hier. Aber ich weiß, wie es geht. Ich achte darauf. So, die Falle wäre entschärft. Also nicht entschärft. Ja, ein bisschen dann. Das war jetzt Wandsprungfail. Schala, Wandsprungfail. So, nochmal. Und zack. Und nochmal. Das ist das letzte Leben hier. Okay, ich meine, wenn wir ersten sterben, ist das ja nicht so schlimm. Weil wir ja eh nochmal drei Leben bekommen in der zweiten. Und ja eh dort anfangen. Das war jetzt knapp. So, jetzt. Jetzt hier. Gut. Oh nein, wieso bin ich denn jetzt gestorben? Ich hätte nochmal springen sollen. Ich darf nicht so vertrauensselig sein. Das darf ich wirklich nicht. So, geht schnell hier hin. Jetzt. Und Bandage Girl mitnehmen. Gut. So, geh los. So, erstmal erster sichere Hafen. Gut. Erstes. Hier müssen wir immer schön nach oben achten. Hier. Hier wird jetzt nochmal schießen. Verdammt. Wow. Gott, das war knapp. So, vorsichtig. Okay, ich hätte das Pflaster gesammelt, auch wenn ich das gar nicht wollte. So. Und Bandage Girl, wir haben sogar beide Pflaster hier. Hätte ich jetzt irgendwie nicht gedacht. Tja, Agent Owen, scheiße, das probieren wir jetzt nochmal. Wir sind ja versehentlich in die Warpzone geraten. Das hätte ich eigentlich gar nicht wollte. Okay, und wir sind gleich mal eindrucksvoll gestorben. Wieso versuche ich denn hier zwischen zu landen? So, hier bringt es der nach oben. Ich wollte eigentlich an der Säge vorbei und nicht wieder dahin. So, hier haben wir Bandage Girl. Okay, wir haben Bandage Girl gefunden. Jetzt müssen wir noch den Weg dahin finden. Den wir nicht finden, wenn wir jetzt die Spritzen genauer ansehen. Die Spritzen sagen uns bestimmt nicht, wo der Weg ist. Die Säge sagt uns auch nicht, wo der Weg ist. Diese kleinen Plattformen hier. Die machen mich gerade fertig. Aber mir das Originallevel hier aber lieber gewesen. Da musste ich nicht auf diesen kleinen Plattformen. Da musste ich mich nur von den Ventilatoren. Das finde ich gerade fies.
Wow, habt ihr das gesehen? Wow, das war Skill. Ich kann es ja doch. Das Spiel in der Warpzone hat geholfen. Nein, das waren keine Zufälle. Meine Reflexe sind wirklich so gut. Aber apropos Reflexe, mir ist wirklich aufgefallen, wer solche harten Spiele spielt, hat man wirklich Wahnsinnsreflexe. Also, wenn mir Sachen runterfallen, was mir schusselig oft passiert, passiert es mir wirklich oft. Tja, noble. Dass ich das Ganze wieder auffange. So, ach, sieh mal einen an, was du da versucht hast. Da waren Spritzen, die du uns. Da kann ich landen, ich seh's. So. Vorsichtig ihm entgegen. Und wieder hoch. Ah ja, hier können wir lang. Hier können wir lang. Aber wirklich gebracht hat's nichts. Also hier Sprünge zu machen, ist schwierig. Okay. Ganz kleiner Sprung ohne Tempo. Nach oben. Und an den Spritzen zerplatzen. Wieder kleine Sprünge ohne Tempo drücken. So, wie hatte ich das hier? Da konnten wir zwischenlanden. Jawohl. Der Ventilator hat uns wieder erwischt. Kack-Ventilator. Kann die Ventilatoren nicht ausstehen, aber das habe ich jetzt schon oft genug gesagt. Hm. Okay, das hätten wir. Also irgendwas hat mich hier gerade die Sprunggeschwindigkeit gekostet und ich schätze, es war der Ventilator. Also das war garantiert der Ventilator, was soll sonst gewesen sein? So, das hätten wir. Tu mich nicht hier wegblasen. Ich will hier lang. Okay, so weit, so gut. Ich kann Bandage Girl sehen. Das ist sie. Okay, wir haben sie. Hm, sollen wir den nächsten Level noch probieren? Ach, wir gucken mal rein. Vielleicht klappt es ja ganz schnell. Das ging jetzt auch nicht so lang. Abschluss haben wir zwar nicht geschafft. Blöder Ventilator. Bei ihnen haben wir das Level geschafft. Ich meine, es war kein Abschluss oder nee, das sind 19 Sekunden, schaffe ich niemals. Ich habe da oben so viel Zeit geschindet. Nächstes Level. Simmel. Hier sind überall diese kleinen Schleimchen. Hier ist alles Scherenschnitt gerade. Also bis jetzt scheinst du nicht so kompliziert zu sein. Hier wird es ein bisschen komplizierter. Und hier kommt einer dieser Schleimer her. Also Blutpudding habe ich immer genannt, stimmt's? So. Hier hoch, rüber. Zum Zeitalarm. Nein, verdammt! Ich hätte es fast geschafft. Und was mache ich? Ich lande in den Spritzen. Ich kann euch genau sehen, Blutpuddings. So, der kommt hierher. Das heißt, wir warten hier außen. Und nutzen jetzt die Zeit, um hier runterzufallen. So, hier habe ich das genutzt. Dann können wir jetzt diesen Weg nehmen. So, hier drüber. Und Bandage Girl einpacken. Und sogar ein Great A Plus geschafft. Gut, schauen wir uns noch die 12 Versuche an, die ich gebraucht habe. Es war wirklich nicht so schwer. Kein großes Problem. Nö. Warte ich ein bisschen. Oh, sie lassen uns sogar 30 Sekunden dafür. Sicher, weil man dem Level halt ein bisschen warten sollte. Aber ich habe halt schön Vorteile genutzt, wenn ich sie gesehen habe. Und der eine Mikro ist ein bisschen langsam. Ist das der, der es schafft? Nee, das ist der, der es nicht schafft. Okay, ich würde sagen, das reicht. Das nächste Mal machen wir dann wohl mit diesem Level Grape Soda weiter. Oder fällt mir ein, in 2.6 hätte noch ein Pflaster gegeben. Mist. Müssen wir dann suchen. Wo wollte ich jetzt... Ach ja, vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Wenn es euch gut gefallen hat, gebt Daumen nach oben. Wenn nicht, einen Daumen nach unten. Sagt mir dann doch auch, was ich hätte besser machen können. Tschüss und bis zum nächsten Mal.